Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger mit am Start. Tati und Bagisch. Und wir haben gerade jede Kugel Eis gekauft im verrückten Eismacher, vom verrückten Eismacher. Das ist so ein gehypter Eisladen in München. Ich wollte eigentlich schon immer was anderes machen, weil Schoko, Vanille gibt es ja überall anders auch. Und dann habe ich gesagt, jetzt wird es mal Zeit, was Besonderes zu machen. Und angefangen habe ich mit Biereis. Und dann habe ich als weiteres ich gesagt, so Bier brauche ich noch an Weißwurst. Und dann habe ich Weißwurst-Eis gemacht und zum Weißwurst dann einen süßen Senf. Von süßen Senf bin ich dann auf den scharfen Senf gekommen, von scharfen Senf zur Bratwurst, von Bratwurst zur Oberster. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich eigentlich dann komplett das machen, was die Kunden wollen. Der macht verschiedene verrückte Sorten und auch eklige. Wir haben jetzt alle probiert. Das Komische ist halt, das Eklige, das wäre Schwangerschaftstraum gewesen mit Essiggurke, ist gar nicht so eklig wie manch andere. Manche andere finden mir sogar noch ekliger. Aber wir machen jetzt eine kleine Challenge. Wieder mit den zwei Jungs, ein paar Schätzfragen wieder. Und der Verleger muss halt die ekligen essen. Aber davor probiere ich erstmal. Schwangerschaftstraum. Digga, das ist das Ekligste. Was? Schwangerschaftstraum. Überhaupt nicht, Mann. Das schmeckt so unmenschlich, Mann. Was ist los mit euch, Mann? Das andere Alter, schmeckt ja noch normal nach Früchten, nur halt ein bisschen sauer und so. Sauer und bitter, Mann. Also, ich weiß nicht, was euer Problem ist, aber kann ja sein, dass ich liebe Essiggurken. Ich liebe Essiggurken. Ja, aber doch nicht als Eis, Mann. Glaub mir, wenn man nicht weiß, was es ist, ich esse. Ich so, hä, was das für ein Geschmack ist, hat man nichts geschmeckt. Zuerst. Und dann kann man fragen, also dieses Himbeerding, das war so bitter und sauer. Hau ab, Mann. Da esse ich lieber das Essigkurkeneis auf. Ohne Scheiß. Seid ihr soweit? Habt ihr euch mental vorbereitet? Habt ihr euer Gehirn angeschaltet? Ja. Also ehrlich, Mann, das ist für mich gar keine Strafe, so ein Eis zu essen, oder? Also ist mir auch egal, wenn ich heute verliere, oder? Okay. Im Alter schrumpft der menschliche Körper wieder um ein paar Zentimeter. Nur die Ohren werden unaufhaltsam größer. Um wie viel etwa im Laufe eines Jahres? Also um wie viel wächst ein Ohr, das Ohr in einem Jahr? Ich gebe euch einen Tipp in Millimetern. Ja, das war mir eh klar. Mein Gott, Tati hat den Chat als Support. Chat, habt ihr gehört? Was soll ich eingeben? Oh mein Gott, Weekend, oder bester Mann, oder? Pro Jahr ein Ohr in Millimeter. Ja. Durchschnittlich. Ja. Zwei was? Millimeter. 2 Millimeter? Ja. Und du? 1,5. 1,5? Ja. Die richtige Antwort ist 0,1 bis 0,2. Damit ist Bagisch näher dran. Wieso ist er näher dran? Weil er 1 hat und du 1,5. Und es ist 0, ich habe 2. Er hat 2 Millimeter gesagt. Echt jetzt? Ich hab gesagt, okay, dann hat er gewonnen. Ja. Ich habe 1 bei ihm verstanden. Der Buhiken hat gesagt 0,1 Millimeter. Und der 77 hat 0,15 gesagt. Aber ich heiße noch auf dem Chat, oder? Hast du jetzt, nachdem du es im Chat gelesen hast? Ich habe 1,5 gesagt, du hast 2 gesagt. Nee, ich habe dich gefragt, hast du es im Chat? Nein, er hat es nicht vom Chat, weil der Chat war viel, viel näher dran. Ja, wenn ich vom Chat gemacht hätte, hätte ich ja sogar die richtige Antwort gehabt. Also war ich, bin ich jetzt näher. Ja, ein Punkt für Tati. Ja, danke. Frage Nummer 2. Wie viele blutsaugende Stechmücken wären nötig, um einen Menschen auf einen Schlag leer zu trinken? Ich habe gar nicht zugehört, was? Wie viele Mücken braucht es, um einen Menschen leer zu saugen? Am Blut oder was? Was hat denn der menschliche Körper an Blut, oder? 6 Liter, oder? 6 Liter? Wie viele Mücken? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Buhiken. Soll ich es leicht eingeben? Ja, du darfst da nicht rauf. Die googeln und schreiben es dir gleich. Ja, und jetzt? Ja, das ist eine Hilfe. Er hat nur geraten. Ich habe einfach 3,5 Millionen. Okay. Sag einfach das, was du hast. Ich wollte 150.000 schreiben. Ja. 1,2 Millionen. Ein Punkt für Bagisch. Oh yes. 1-1. Frage Nummer 3. Die Sexindustrie ist die mächtigste Triebfeder des Internets. Welcher Anteil des weltweiten Datenübertragungsvolumens geht auf sie zurück? Also wie viel Datenvolumen verbraucht der Mensch für... Im Prozent oder mehr? In Prozent. Ich hab... Ja, mach mir schnell Antwort. Wenn ich von mir komme, wenn ich nur hier ausgehe, oder? Was, im Monat oder im Jahr, oder was? Was ich frage? Oder allgemein? Allgemein, glaube allgemein. Ich. Allgemein. Was hast du, Marsch? 60. Ich habe 40%. Tati hat recht, mit 30%. Alles. Ist er näher dran. Wie viele Follower hat Justin Bieber auf Instagram? Nicht mal Instagram. 2,5 Millionen. Ich habe 600 Millionen. 86 Millionen.
Wie viel hat er? Er hat 600 Millionen. Ja. Ich hab 2,5 Millionen, also bin ich näher dran. Sag ich ja. Ja, du bist näher dran. Ja, klar, wie viel hat der? 86. 86 Millionen, ja, Mann. 600 Millionen? Ich hab doch keine Ahnung. Das war eine Schätzung. So. Das ist seine. Das ist unsere, ja. Ja, ja. Aber nicht hier lassen. Nein, 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 wir essen das noch. Der Verlierer muss alles essen. Okay, noch. Danke. Entfernung von New York nach Chicago in Kilometer Luftlinie. Ja, Mann, danach nimm du mal bitte den Chat. Ja. Aber ich, wieso sagst du? Ja, weil er schaut nur noch auf den Chat, Mann. Richtiger Lightning Tunesier. Hallo, die wollen Ding, Mann. Die wollen, keine Ahnung. Ich muss aber auch gucken. Ja, sag, was hast du? 6000. Ich hab 125 Kilometer. Das sind 1146. Diesmal war ich endlich näher. Wie viele Einwohner hat Usbekistan? Oh mein Gott. Du kommst ja aus der Gegend dort. Nicht mal annähernd, Mann. Was laberst du, Mann, oder? Was laberst du, Mann? Wie viele Einwohner hat Usbekistan? Was laberst du, Mann? Hat die bitte eine Antwort? Hab's auch. 3,6 Millionen? Nein. Das müssen mehr sein. Wie viele? 3,6 hat er. Millionen. Du? 32 Millionen. Oha, 31,3. What the fuck? Alles klar, ich sag doch, du kommst aus der Gegend. 4-2. What the fuck? Wie viel steht's? 4-2? Ja. 4-2. Wann erschien der erste Star Wars Film? Oh mein Gott. Warte, wann war denn das? Du weißt es doch, ne? Nee, ich weiß es nicht. Haben die da was gesagt? Ich schummel nicht. Okay, ich hab's auch. Ja, sag. 1997. Ich hab viel zu spielen. Ja? 1996. Mein Gott, 1977, damit ist Bargisch näher dran. Oh mit einem Gott, Jahr Unterschied. Yes. Echt jetzt? Ja, ja Mann, das ist ernst, Alter. Das war Chat richtig, Stand richtig. 2003, alt, 2006. Danke, Chat, Alter. Wie viele Länder gibt es auf der Welt? Oh. Ja, sag du, Tati? 200. Okay. Ich hab 260. Tati ist näher dran, 194. Das stimmt aber nicht. Steht da so? Echt jetzt? Das stimmt aber nicht. Ich habe aus sicherer aktueller Quelle, dass es mehr sind. Soll ich doch mal extra googeln? Weil ich weiß, in wie vielen Ländern Bitcoin erlaubt ist, okay, und warte, wie vielen nicht ungefähr. Das dort stand 257. Warte. Hä? Ja? Vielleicht gibt es die Länder gar nicht, die du meinst, oder? Wie viele Länder gibt es? Vielleicht sind es Kryptoländer. 195. Alles klar. Also. Nach zwei Sourcen versus Quellen. Ja, dann kann ich nichts dagegen machen. Das sind, bei Bitcoin sind 257 Länder. Check das noch mal lieber, oder? Bevor du uns wieder irgendwas Falsches sagst, Mann. Also 5-3, oder wie? Ja. Schon wieder Matchpoint Tati. Ja. Oh mein Gott, Barisch. Welches Eis essen wir denn heute? Darf ich das aussuchen? Ja, Mann, der Gewinner sucht aus. Auf jeden Fall, wie groß ist die Lichtgeschwindigkeit pro Sekunde in Kilometern? Ja, das weiß ich. Oh mein Gott. Punkt genau. Tut mir leid, Tati. Sorry, Tati, das ist Physik. Oh mein Gott. Also das müsste ich echt wissen. Vielleicht irre ich mich in der. Also was suchen wir jetzt in Kilometer? Genau. Also ein. Also wie viel ist eine Lichtgeschwindigkeit? In Kilometer? Pro Sekunde in Kilometer, genau. Kennst du nicht Kizaru von One Piece? 1,1 Kilometer? 300 Millionen Kilometer pro Sekunde. Boah. Sind es vielleicht 300 Millionen Meter pro Sekunde? Kann so. Ja, aber das ist falsch. Nochmal, was hast 300, du gesagt? Ich habe 300 Millionen Kilometer pro Sekunde. Und was hast du gesagt? 1,1. Boah, leider ist Tati näher dran. Das du hast eine Null zu viel. Es sind nur 300.000 Kilometer. Ja, dann bin ich doch trotzdem näher dran. Nein, du hast 3 Millionen. Du bist 2,7 Millionen entfernt und er ist nur 299.000 entfernt. Was nochmal? Was hast du gesagt? Ein Kilometer hat er. Das sind 299.000 entfernt. 1,1. Ja. Und du hast 3 Millionen, das sind 2,7 Millionen entfernt. Ich habe 300 Millionen. Dann hast du ja noch mehr. Hä, was ist die Antwort? 300.000. Ah, da habe ich mich... 300.000, 300 Millionen. Okay, ich bin um das Tausendfache. Das heißt, du hast 299 Millionen zu viel. Du hast nein, du hast 297 Millionen zu viel. Und er hat 297.000 zu viel. Die Antwort ist 300.000 Kilometer. Ja, ich habe 300 Millionen. Ich habe das Tausendfache. Ja, du hast das mal 1000. Ja. Das geteilt durch 1000 sind 3000 Kilometer pro Sekunde. Was? Wenn er 3000 Kilometer hätte. Er hat 1 Kilometer pro Sekunde. 1,1 Kilometer. Er ist 299.000 entfernt und du bist millionenfach entfernt. Oh, das stimmt, warte. Schau mal, ich habe 1,1 Kilometer.
Die Antwort ist 300.000 Kilometer. Ja. Du bist aber 300 Millionen entfernt, genau. 300 Millionen. Du bist im Millionenbereich und er ist nur im 100.000 Bereich. Du bist ja 300.000 Kilometer pro Sekunde. Also schaut euch dieses verwirrte Gesicht an, Leute. Ich bin gerade echt verwirrt. Also ich habe gewonnen, Hong, oder? Ja. Mal wieder. Warte, ich muss... Die Antwort ist 300.000 Kilometer pro Sekunde. Schau mal. Warte, ganz kurz. Soll ich nein, darf bitte ich nicht. Darf ich dir zeigen? Mach doch 300.000 Millionen minus 300.000. Und mach 300.000 minus... 77, ich habe keine 1, Ahnung. Ich lese nur das ab, was da steht. Da siehst du, was näher dran ist. Digga, du bist in Millionen... Ey. Versteht ja, das doch, jetzt habe ich es. Aber egal. Versteht ihr das gar nicht, oder? Er hat gecheckt jetzt. Okay, wenn ich mal viel schlauer bin wie du, dann drücke ich es dir auch so rein. Wann ist das? Wann war das? Wann soll es sein? Wann soll es sein? Also gab es das nie, oder warte, was? Warte, wer bin ich? Hey, ich hab die Antwort safe. Also das müsste ich echt wissen. Ich hab sogar angekündigt. Ich hab sogar die 3. Ja, ja. Ich hab die Antwort schon eingegeben. Ich gewinne das safe. Alles ich bin klar. Das safe. Ja, Tati hat gewonnen. Ja. Essigeis, Leute, auf geht's. Soll ich Essig essen? Aufessen, gell? Ja. Oder soll ich mischen? Ey, Sebastian, was geht ab? Darf ich mischen, Hong? Ja, Mann, mach was du willst. Alter, du hast jetzt gerade schon Essig angekündigt. Darf man zurücknehmen, oder? Ja, man darf alles. Prio vorbei. Oh mein Gott. Priorität wird nicht geben, Alter. Was ist das, Mann? Bon Appetit! Oh mein Gott, was hast du da? Bon Appetit! Oh mein Gott. Richtiger Lightning. Leute. Bon Appetit, Barisch. Aber wenn ihr mal verliert, will ich auch, dass ihr gescheit die Strafen nimmt und so, gell? Ja, Mann. Nicht dann rumheult oder so. Barisch ist richtiger Mann. Hey, Barisch, also wenn es mal kommen sollte, dass ich verliere, dann bin ich Ehrenmann oder so einfach ist das. Schmeckt's, Barisch? Junge. Boah, eigentlich hätte ich ihm noch Aperol Spritz geben müssen. Ja, er fand's ja richtig eklig, Aperol Spritz. Oi, der Fit Bean, Mann, Ehrenmann. Hier übernimm du. Er leidet schon. Fit Bean sagt auch, er kennt uns seit TPT-Zeiten. Ja, Mann, Ehrenmann. Ja, das Krasse ist halt. Pongo hast du aber wieder aufgehört. TPT war halt so lange nicht am Start und die Leute kennen uns halt trotzdem noch und verfolgen uns immer noch und dies, das, also. Das ist halt schon krass. Ja, ja. Was machen wir danach? Keine Ahnung. Ja, dann können wir ein bisschen gehen, ein paar andere Videos. Wir müssen noch was essen. Ehrenmann war das, komm her. Bruder. Ich hab ein Tuch noch, ich hab gescheites Tuch. Barisch, weißt du vom letzten Mal? Also, irgendwie alles. Ehrenmann war das. Ja, aber es war jetzt nicht so schlimm. War nicht so schlimm, gell? Nee. Ja. Teil der Schafsoße war schlimmer. Ja. Ich glaube, es gibt auch schlimmeres Eis, Mann. Wie zum Beispiel Leberkäse. Oh mein Gott, ein Döner war das, Mann. Oder ein Döner. Du hast voll die falsche Mischung genommen. Das weil das fand ich. Das hat irgendwie alles überdeckt. Oh mein Gott, ja, Mann. Aperol mit Essig nehmen, das wäre vorbei. Ja, das habe ich erst danach gesehen, Mann. Naja. Egal. Auf jeden Fall, das war's von uns heute. Gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo. Checkt die Videos ab und ciao.